Hallo ihr Lieben, das ist gerade ein sehr, sehr merkwürdiges Gefühl, dieses Video zu drehen, denn das ist das erste Video aus der neuen Wohnung. Ich habe letzte Woche schon ein Weekly Living angefangen, das wird dann irgendwann im Laufe der nächsten Woche dann online gehen. Und ja, aber so ein Weekly Living zu drehen ist irgendwie nochmal was ganz anderes wie so ein richtiges Video in Anführungsstrichen. Und ja, das ist jetzt das erste Video aus der neuen Wohnung und ich drehe es tatsächlich ohne Softbox, ohne irgendwas. Diese Wohnung ist einfach so verdammt hell. Es ist ein Traum. Es ist einfach nur ein Traum. Ja, ich werde jetzt zur Wohnung auch in diesem Video nichts weiter sagen. Ich habe im Weekly Living im ersten Abschnitt, was ich dann gedreht habe, ich glaube 20 Minuten über das Thema Umzug gesprochen. Das werde ich euch dann natürlich noch entsprechend zurechtschneiden und ja, da erzähle ich euch dann alles zum Thema Umzug, warum wir umgezogen sind und alles. Und ja, deswegen werde ich in diesem Video jetzt nichts dazu weiter sagen. Heute soll es einfach um den Lesemonat noch vom Februar gehen und um die Neuzugänge vom Februar. Da ich im Februar nicht so viele Neuzugänge hatte, packen wir das wieder alles zusammen, weil sich ein extra Video nicht lohnt. Und ja, darum soll es heute gehen in diesem Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß dabei. Ich hoffe, dass ich das Video drehen jetzt nicht verlernt habe in den letzten 14 Tagen, wo ich keine Videos gedreht habe. Das ist immer so ein bisschen komisch, wenn man so eine lange Drehpause hat und dann wieder anfängt zu drehen und dann wieder anfängt mit der Kamera zu sprechen. Das ist im ersten Moment immer so ein bisschen strange. Fangen wir mit den Neuzugängen an. Ich hatte 3 Neuzugänge im Februar, im März bis jetzt sogar nur einen und das ist Ende März, also ja, März wird da wahrscheinlich auch nicht mehr viel kommen. Und ja, ich hatte 3 Neuzugänge im Februar und eins davon war Hard Love von Lauren Blakely. Das ist ein weiterer Teil der Big Rock Reihe. Das ist jetzt der 6. Teil der Big Rock Reihe. Und meine Kamera mag mich auch in der neuen Wohnung nicht scharf stellen. Ah, jetzt, super. Und ja, das ist der 6. Teil, wie gesagt, der Reihe. Das ist eine Reihe, das sind erotische Liebesgeschichten. Und was besonders an diesen Büchern ist, dass diese Bücher immer aus der Sicht der Männer geschrieben sind und nicht aus der Sicht von den Frauen. Und ja, ich lese euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Da ich nur 3 Neuzugänge habe, kann ich euch auch den Klappentext vorlesen. Das dauert dann nicht allzu lang. Frauen sagen oft, dass es hart sei, einen guten Mann zu finden. Und ein harter Mann ist natürlich noch besser. Deshalb bin ich ein echter Traumtyp, gut und hart. Ich warte noch auf die Richtige. Klar, da gibt es eine, aber Mia lebt nicht nur in der entgegengesetzten Ecke des Landes, sie ist auch noch meine beste Freundin. Absolut tabu also. Doch leider ist sie jetzt eine Woche in der Stadt und wir werden uns jeden Tag sehen. Denn ihre Firma hat eine meiner Outdoor-Touren gebucht. Schwieriges Wort. Ich würde sie auch gerne jede Nacht sehen, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber jetzt kommt noch dazu, dass ich Geschäftliches und Privates immer trenne. Obwohl es wirklich verflucht hart ist, muss ich ihr auf jeden Fall widerstehen. Und das ist wieder so eine beste Freunde-Geschichte. Und ihr wisst, ich stehe auf beste Freunde verlieben sich ineinander Geschichten. Und ja, ich freue mich schon sehr auf diese Geschichte. Ich habe dieses Buch noch nicht gelesen. Die anderen beiden Neuzugänge habe ich inzwischen gelesen. Und ja, ich werde euch dann hier natürlich auch berichten, wenn ich das Buch gelesen habe, wie es mir gefallen hat. Mein 2. Neuzugang im Februar war The Problem With Him von Rachel Higginson. Das ist der 3. Teil der Opposite Attracted Reihe und in diesem Buch geht es um Wyatt und Kayla und man kennt die beiden schon wieder aus den ersten Teilen. Und ja, ich habe mich sehr auf die Geschichte von den beiden gefreut und ich werde euch auch hier mal vorlesen, worum es in diesem Buch geht. Ich werde zu diesem Buch noch nichts sagen, denn es gehört in den März. Kaya Swift hat die Nase voll von Männern. Zumindest von einem, Wyatt Shaw. Arrogant, genial und heiß wie die Sünde. Außerdem als Chefkoch im Lilou ihr Boss. Es darf nicht sein, dass ein Blick oder ein Lächeln von ihm ihr Herz schneller schlagen lassen. Denn Kaya hat nur ein Ziel. Sie will ihr eigenes Sternerestaurant. Und um das zu erreichen, kann sie keine Ablenkung in Form atemberaubender Küsse und heimlicher Berührungen gebrauchen. Und ja, wie gesagt, wie mir das Buch gefallen hat, verrate ich euch im nächsten Lesemonat. Aber es war toll. Und den 3. Neuzugang vom Februar habe ich auch im Februar gleich gelesen, deswegen werden wir über dieses Buch dann auch gleich sprechen. Ich stelle euch jetzt die Bücher auch nicht wieder in der Reihenfolge vor, wie ich sie gelesen habe, sondern einfach, wie sie bei mir auf dem Stapel liegen. Und zwar habe ich im Februar noch gelesen Love Challenge von Helen Huang und im Februar auch gekauft. Das ist der 2. Teil der Kiss Love Heart Reihe, glaube ich, heißt sie. Bei dieser Reihe ist es ja so, dass unsere Protagonisten etwas anders sind, denn sie haben eine gewisse Form von Autismus. Also zumindest unsere Protagonistin im ersten Teil und hier der Love Interest im zweiten Teil sind beides Autisten mit einem gewissen Grad an Autismus und ja, dadurch können sie Beziehungen nicht so eingehen wie normale Menschen und das finde ich halt sehr, sehr besonders an diesen Geschichten und das hat mir sehr gut gefallen in diesen Geschichten. Und ja, Love Challenge war auch eine Geschichte, die ich
wieder sehr, sehr gefeiert habe. Ich fand diese Geschichte richtig, richtig toll. Es ist eine total überzogene und kitschige Geschichte, die auch absolut drüber ist, die auch echt unrealistisch ist, stellenweise meiner Meinung nach. Aber ich fand sie trotzdem ganz, ganz toll und mir hat sie ultra viel Spaß gemacht und ja, ich kann euch Love Challenge auf jeden Fall nur empfehlen. Und damit ich nicht so viel verrate, lese ich euch auch mal hier den Klappentext vor, sonst verrate ich euch zu viel von der Geschichte, weil ich das dann wieder alles erklären will, wie das zusammenhängt und dann verquatsche ich mich und dann spoilere ich euch. Deswegen lese ich euch in dem Fall nochmal den Klappentext vor. Seine Mutter will, dass er heiratet. Kai will, dass sie ihn in Ruhe lässt. Also schließen die beiden einen Pakt. Kai wird 3 Monate mit der Frau zusammenleben, die seine Mutter für ihn ausgesucht hat. Danach hören die Kuppelversuche auf und sie akzeptiert ein für alle Mal, dass Kai als Autist einfach nicht für die Liebe gemacht ist. Esme will ein besseres Leben. Für sich und ihre Tochter. Dafür ist sie bereit, alles zu tun. Selbst in die USA zu fliegen und einen vollkommenen Fremden kennenzulernen. Einen extrem attraktiven und etwas sonderbaren Fremden. Sie hat 3 Monate Zeit, Kais Herz zu gewinnen. Nur leider ist es viel einfacher, ihr eigenes an ihn zu verlieren. Und ja, das beschreibt die Geschichte wirklich sehr, sehr gut. Also wie gesagt, es geht in dieser Geschichte um Esme. Und Esme ist in, ich weiß ja nicht mehr, wo die herkommt, Korea? Thailand, China, auf jeden Fall im asiatischen Raum. Ich glaube, es war Korea. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wo die alle herkamen. Ich vergesse sowas immer. Auf jeden Fall ist Esme in ihrer Heimat und sie führt dort ein sehr, sehr ärmliches Leben und hat dort auch sehr, sehr einfache Verhältnisse. Sie lebt mit ihrer Mutter und ihrer Großmutter und ihrer kleinen Tochter in einer winzigen Wohnung. Sie schlafen alle im selben Raum, was auch gleichzeitig das Wohnzimmer und die Küche irgendwie ist. Also es sind sehr, sehr ärmliche Verhältnisse, aus denen sie kommt und sie tut halt in einem Hotel arbeiten und dort die Waschräume putzen und dort trifft sie auf die Mutter von Kai. Und Kai ist ein reicher Geschäftsmann und wie gesagt, er ist Autist und will einfach nur seine Ruhe haben. Er glaubt nicht an die Liebe und er hat auch kein Interesse daran. Und ja, Kais Mutter ist nun halt in die Heimat geflogen, um halt eine heiratswillige Frau für ihn zu finden und findet aber einfach nicht die richtige Kandidatin, bis sie dann halt in dieser Toilette auf Esme trifft. Und ja, sie tut dann mit Esme reden und Esme kennenlernen und beschließt dann, dass sie die Richtige für ihren Kai ist und ja, lädt sie kurzerhand in die USA ein und nach ewigem Hin und Her tut Esme dann auch einwilligen und fliegt in die USA und trifft dann dort auf Kai. Und was halt mit den beiden alles passiert und ob sie sich am Ende verlieben, das ist es, worum es in dieser Geschichte geht. Und wie gesagt, ich fand das Buch wirklich richtig toll. Es ist teilweise sehr unrealistisch, absolut überzogen und kitschig, aber ich finde das toll und mir hat es gefallen und ja, ich kann euch Love Challenge wie auch den ersten Teil Kissing Lesson wirklich nur empfehlen. Mir hat es ultra, ultra viel Spaß gemacht und ich freue mich sehr auf den dritten Teil. Im dritten Teil geht es um den Bruder von Kai, der ist kein Autist und der trifft im dritten Teil eine alte Schulbekannte wieder, die in der Schule wohl ein bisschen gehänselt wurde, weil sie Ticks hat und so Macken hat. Also sie ist jetzt keine Tourette-Kranke, aber sie hat halt so Ticks und Macken und ist dort wegen in der Schule halt ein bisschen gehänselt worden. Und ja, die beiden treffen jetzt wieder aufeinander und bin schon sehr auf den dritten Teil gespannt, denn das klingt auch nach einer richtig tollen Geschichte. Und ja, Love Challenge habe ich im Februar gelesen, kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Machen wir weiter mit den nächsten beiden Büchern, die ich im Februar gelesen habe. Das eine habe ich rereadet, das andere habe ich teilweise rereadet, teilweise neu gelesen. Und zwar habe ich gelesen im Februar die Fuchsgeschichte von der lieben Niki Kiso. Band 1 bis 9 hatte ich schon gelesen. Ich hatte auch Band 10, 11 und ich weiß es nicht mehr, ob ich 12 auch schon gelesen hatte. Auf jeden Fall habe ich dann Band 10 bis 15 auch nochmal gelesen. Und ja, jetzt im März kommen ja die neuen Teile raus von der Fuchsgeschichte und deswegen wollte ich einfach die alten nochmal lesen, weil es einfach so lange her war, dass ich die Fuchsgeschichte gelesen hatte, dass ich in dieser Welt drinne war. Und ich finde die Welt ja einfach so toll. Die Welt von der Fuchsgeschichte erinnert mich immer an die Bärenbrüder von Disney. Wenn ihr den Film kennt, werdet ihr wissen, was ich meine. Aber so in die Richtung stelle ich mir halt auch hier das Ganze vor. Und das finde ich sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend, weil es halt jetzt nicht so typisches High Fantasy ist, sondern halt aufgrund der Begebenheiten so ein bisschen anders. Das entwickelt sich dann in gewisser Weise in der Geschichte dann noch in eine eher typische High-Fantasy-Richtung, wie man es halt auch aus anderen Geschichten kennt, so ein bisschen mittelalterlich. Und ja, aber ich mag den Ansatz der Geschichte und ich finde das mit den Fuchsgeistern und dem Ganzen ganz, ganz toll. Und ja, wie sich die Geschichte dann auch entwickelt, finde ich unglaublich gut. In der Fuchsgeschichte geht es im Groben und Ganzen um Maikaila. Maikaila lebt in einem kleinen Dorf und hat eine Zwillingsschwester, die Sisandra heißt.
Als beide 6 Jahre alt sind, wird im Dorf ein Ritual abgehalten, wo Geister beschworen werden, und zwar Fuchsgeister. Fuchsgeister sind Beschützer dieses Dorfes und es ist Tradition, dass die Kinder einmal im Jahr zusammenkommen und in einem gewissen Alter den Fuchsgeistern quasi vorgestellt werden und von den Fuchsgeistern die Kinder dann gesegnet werden. Und es kommt halt ab und zu mal vor, dass ein Fuchsgeist beschließt, sich mit einem Kind zu verbinden. Dieser Fuchsgeist geht dann in das Kind rein und geht dann quasi eine Symbiose mit diesem Kind ein und verleiht dem Kind dadurch besondere Fähigkeiten. Und ja, jetzt ist es dran, dass Maikaila und Sisandra an dieser traditionellen Feier teilnehmen. Und es kommt natürlich, wie es kommen muss. Und Maikaila bekommt einen Fuchsgeist und ihre Schwester Sisandra bekommt sogar eine Fuchsgöttin. Und von dem Moment an ändert sich für diese beiden kleinen Kinder alles. Denn beide Kinder werden ihren Eltern quasi entrissen, so wie es die Tradition ist. Und Maikaila wird nach Connor geschickt. Das ist ein Ausbildungslager für solche Kinder, die Fuchsgeister in sich beherbergen, die mit diesen Geistern eine Symbiose eingehen. In diesem Ausbildungslager lernen sie halt ihre Kräfte kennen und mit den Ganzen umzugehen und sich mit dem Fuchsgeist quasi auch zu verständigen und mit dem Ganzen einfach zurechtzukommen. Und da Sisandra ja eine Fuchsgöttin in sich trägt, ist sie etwas ganz, ganz Besonderes und wird quasi zum nächsten Clanchef ausgebildet. Und dadurch entfernen sich die beiden natürlich auch voneinander und sehen sich ganz, 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 ganz lange Zeit nicht. Und erst als die beiden erwachsen sind, ich weiß gerade gar nicht, sind sie 17 oder 18? Oh mein Gott, Niki schlagt mich, sind sie 17? Ich glaube, sie sind beide 17. Und ja, als beide dann auf jeden Fall erwachsen sind, treffen sie wieder aufeinander, denn Maikaila, da sie ja die Zwillingsschwester von Sisandra ist, soll als ihre persönliche Leibwächterin auftreten, um sie halt in Gefahrensituationen zu schützen. Und da die beiden nun mal auch total gleich aussehen, kann sie in gewisser Weise auch die Rolle von Sisandra übernehmen, wenn es prekäre Situationen gibt und damit ihre Schwester halt auch schützen. Und ja, so kehrt Maikaila nach ganz, ganz langer Zeit wieder nach Hause zurück und irgendwie ist nichts mehr, wie es war. Maikaila ist ein ganz, ganz anderer Mensch wie damals, als sie als Kind fortgegangen ist und irgendwie passt das alles nicht mehr. Und ja, sie kommt auch mit ihrer Schwester überhaupt nicht mehr zurecht, denn die hat sich zu einer sehr schwierigen Person entwickelt, nennen wir es einfach mal so. Ich hasse sie, Sandra, sagen wir es mal so an diesem Punkt. Ich hasse die Alte einfach wie die Pest. So, und ja, jetzt treffen die beiden wieder aufeinander, kommen nicht mehr miteinander zurecht, müssen jetzt aber irgendwie wieder miteinander klarkommen. Und ja, die beiden versuchen sich gerade so ein bisschen in ihre Rolle einzufinden, als das Dorf angegriffen wird und ja, Maikaila und Sisandra gerade so fliehen können. Und wer die Angreifer sind und warum das Dorf angegriffen wurde und von wem, das ist es im Endeffekt, worum es in dieser Geschichte geht. Ich möchte jetzt an dieser Stelle nicht zu viel verraten. Ich kann nur sagen, dass das Ganze sich in eine Richtung entwickelt, die man am Anfang nicht wirklich erwartet. Man macht ja noch eine sehr, sehr lange Reise in ferne Länder und alles ist ganz anders, wie es am Anfang den Anschein hat. Und ja, die Guten sind nicht unbedingt gut und die Bösen nicht unbedingt böse und aber vielleicht auch doch, man weiß es noch nicht so genau. Und ja, ich bin gerade an einem Punkt in der Geschichte, wo alles so ein bisschen in der Schwebe ist, wo man die Charaktere nicht alle so hundertprozentig einschätzen kann und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, ich bin einfach ein Fan von Maikaila und ihrem Fuchsgeist Rennen. Wie gesagt, ich hasse sie, Sandra, dafür wie die Pest. Die Alte geht einfach überhaupt nicht. Das ist so eine eingebildete olle Hippel, die denkt, sie ist sonst wer, kriegt aber einfach nichts auf die Reihe und oh, die nervt mich einfach nur. Und ja, im Großen und Ganzen, wie gesagt, mag ich die Geschichte und ich mag, wie sich das Ganze entwickelt. Ich mag Maikaila einfach total gerne. Und ich finde auch diesen Twist mit Erebos, den Niki hier eingebaut hat, sehr, sehr interessant. Ich bin gespannt, wo das noch hinführt. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie das Ganze dann jetzt auch ausgehen wird am Ende. Und ja, ich kann euch die Fuchsgeschichte wirklich nur empfehlen, wenn ihr gerne High-Fantasy-Geschichten lest. Schaut euch die Fuchsgeschichte von Niki an. Die Fuchsgeschichte an und für sich sind einzelne Teile, wo ein Teil immer nur so 80 bis 120, 130 Seiten umfasst. Und Niki hat jetzt halt hier Band 1 bis 9 und 10 bis 15 plus die drei Prequels hier zusammengefasst, dass man halt das Ganze auch mit zwei Büchern lesen kann. Und ja, ich finde es sehr, sehr cool. Ich freue mich jetzt auf die weiteren Teile und ja, wenn ich sie gelesen habe, werde ich euch berichten, wie es mir gefallen hat. Ach, ich freue mich schon drauf, wie das Ganze jetzt weitergeht. Es bleibt einfach spannend und ich will wissen, was mit Erebus ist und ich will wissen, was mit diesem Teil in der Höhle ist. Ich kann jetzt nicht Näheres dazu sagen, weil sonst würde ich euch spoilern, aber es ist auf jeden Fall gerade ultra spannend. Und ja,
Diese beiden Bücher habe ich im Februar auch noch gelesen. Dann habe ich im Februar noch gelesen den 6. Teil von True North, Unser Traum von für immer von Sarina Bowen. Das ist der bis jetzt letzte übersetzte Teil der Reihe. Ich habe keine Ahnung, wann da weitere Teile kommen, ob da weitere Teile übersetzt werden. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es der 6. Teil der True North-Reihe und in diesem Teil geht es um Sky Copeland und um Benito Rossi. Und Benito kennen wir auch schon aus den vorherigen Teilen. Im letzten Teil ging es ja um seinen Bruder Alec und davor in dem Teil ging es um seine Schwester Sarah. Und ja, ich habe mich schon sehr auf den Teil mit Benito gefreut und ich war schon sehr auf die Geschichte gespannt. Und ich muss sagen, für mich kommt der 6. Teil gleich an zweiter Stelle von meinen Lieblingsteilen dieser Reihe. Ich fand die Geschichte zwischen Sky und Benito einfach toll. Ich kann euch nicht genau sagen, warum, aber diese Geschichte hat mich berührt, die hat mich mitfiebern lassen. Ich habe mit Sky mitgelitten. Ich habe einfach immer nur gedacht, die ganze Zeit so, boah, dieses arme Mädchen, was die alles durchmacht, das kann nicht sein. Und ja, mir ging diese Geschichte einfach nah und ich habe mit der Protagonistin sehr, sehr stark mitgefühlt. Und ja, sowas ist ja für mich immer ausschlaggebend beim Lesen, was ich halt beim Lesen fühle, weil ich halt auch ein Mensch bin, der auf der emotionalen Ebene denkt, handelt und alles tut. Und deswegen, wenn ich halt solche Gefühle kriege beim Lesen, bin ich immer sehr, sehr froh, weil das heißt für mich immer, dass es ein sehr, sehr gutes Buch ist. Und ja, zur Geschichte. Sky kehrt nach ganz, ganz vielen Jahren in ihre Heimat nach Vermont zurück und hat aber eigentlich überhaupt keinen Bock da drauf, aber sie möchte ihre Stiefschwester nicht hängen lassen. Ihre Stiefschwester hat sie gebeten, nach Hause zu kommen und ihr ein Kanu zu bringen und hat halt gesagt, ich habe dich so lange nicht gesehen und ich vermisse dich und ach, komm mich doch mal besuchen. Und ja, weil Sky halt kein Unmensch ist, fährt sie halt nach Hause, bringt ihre Schwester auch noch dieses Kanu mit und ja, fährt dann auf den Parkplatz, wo sie sich mit ihrer Schwester treffen will und stellt dann halt fest, sie ist nicht da. Und geht dann halt rein in dieses Informationszentrum, was halt zu diesem Parkplatz gehört und geht mal aufs Klo und guckt sich um, ob sie noch was braucht und was einkaufen kann und ja, kommt dann wieder auf den Parkplatz und das Auto ist weg. Inklusive aller Sachen und sie findet nur eine Nachricht vor von ihrer Schwester, in der sie sagt, dass es ihr ganz, ganz leid tut und dass sie bitte Benito Rossi kontaktieren soll und er wird ihr weiterhelfen können. Und ja, Sky steht dann erstmal da und nennt sich so, was zur Hölle ist hier los? Wo ist meine Stiefschwester hin und warum soll ich jetzt mit Benito in Kontakt treten? Denn Benito und Sky haben eine gemeinsame Geschichte. Deswegen wollte sie auch nie wieder nach Vermont zurück und deswegen wollte sie Benito auch nie wiedersehen. Und ja, jetzt steht sie halt da und soll mit ihm Kontakt aufnehmen. Sie hat keine Ahnung, was los ist. Sie weiß nicht, wo ihre Schwester ist. Und ja, das ist der Beginn dieser Geschichte. Und was dann halt hinter dem Ganzen steckt und was Benito damit zu tun hat und wie sich das mit Benito entwickelt und was damals eigentlich alles passiert ist, das ist es im Endeffekt, worum es in dieser Geschichte geht. Und ich finde die Geschichte einfach toll. Ich finde diese Geschichte hier einfach richtig toll. Mir hat sie ultra viel Spaß gemacht beim Lesen. Ich habe dieses Buch wirklich sehr, sehr schnell gelesen. Ich habe es wirklich eingesaugt und es war einfach eine so tolle Geschichte. Ich kann euch generell die Vermont-Reihe wirklich nur empfehlen. Mein Lieblingsteil ist der 2., danach kommt jetzt der 6., danach würde ich sagen der... Doch, vielleicht sogar der 4., dann der 3., dann der 5. und den 1. würde ich auf den letzten Platz setzen. Also ich finde den 1. Band auch wirklich toll, aber für mich vom Gefühl her war der irgendwie am schwächsten. Ich kann nicht sagen warum. Aber schaut euch auf jeden Fall die Vermont-Reihe an, wenn ihr gerne Liebesgeschichten lest. Ich kann euch diese Reihe immer wieder nur empfehlen. Sie ist ganz, 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 ganz toll. Dann habe ich im Februar noch ein Rätsel-Exemplar gelesen. Ihr werdet ja das Video gesehen haben, war ja das einzigste Rezensionsvideo. Und zwar habe ich gelesen das 9. Haus von Leigh Bardugo und uff. Ich kann nur wieder zu diesem Buch nur sagen, uff. Ich fand die Geschichte wirklich richtig interessant, wirklich spannend und ich habe die ganze Zeit auf das Ende gewartet. Ich habe gewartet, was da jetzt dahinter steckt und was da jetzt passiert. Man merkt relativ schnell, dass das hier ein offenes Ende geben wird, dass man definitiv hier einen zweiten Teil braucht. Und das hat mich sehr genervt beim Lesen. Ich muss sagen, dass der Schreibstil überhaupt nicht mein Fall gewesen ist. Ich habe mich teilweise echt durch dieses Buch durchquälen müssen. Ich finde den Schreibstil sehr, sehr anstrengend. Ich glaube, Leigh Bardugo wollte ein Buch für Erwachsene schreiben, weil sie ja bisher eigentlich auch nur so Jugendbücher geschrieben hat. Ich finde, sie ist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, denn ich bin ja so ein Leser. Ich möchte lesen, um Spaß zu haben.
Und wenn ich dann halt beim Lesen einer Geschichte Worte nachschlagen muss, weil ich auch aus dem Kontext nicht rausnehmen kann, was sie bedeuten, dann strengt mich das schon sehr an. Und das war bei diesem Buch ja der Fall. Ich musste 2-3 Mal Worte nachschlagen, weil ich einfach nicht wusste, was ist das jetzt? Dann fand ich die Ausdrucksweise in diesem Buch wirklich sehr, sehr anstrengend. Also es ist sehr hochgestochen, finde ich, vom Ausdruck her. Es ist kein lockerer, leichter, einfacher Schreibstil, sondern es ist schon ein bisschen komplexer, auch vom Ausdruck her. Ich kann das jetzt schwierig an Beispielen festmachen, aber wer von euch das Buch gelesen hat, wird vielleicht wissen, was ich meine. Es ist auf jeden Fall kein einfacher, lockerer, leichter Jugendschreibstil in diesem Buch. Ich habe an diesem Buch echt lange gelesen. Ich habe bei diesem Buch mir das auch echt einteilen müssen mit dem Lesen. Ich konnte da echt nur so 60, 70 Seiten am Stück lesen. Danach hat mein Gehirn erst mal gesagt, ich brauche eine Pause. Mehr kann ich gerade nicht verarbeiten von dem Ganzen. Und das ist für mich immer kein gutes Zeichen. Zuletzt ging es mir so bei der Passage-Trilogie von Justin Cronin, die mich so angestrengt und gefordert hat beim Lesen. Ich meine, die ist noch ein bisschen krasser wie das hier, aber es ist halt wirklich eine sehr komplexe Geschichte und ich, wie gesagt, fand den Treibstil und die Ausdrucksweise in diesem Buch einfach anstrengend, was halt auch so die Freude am Lesen sehr für mich gemindert hat. Und ja, ich habe sehr auf dieses Buch hingefiebert, ich habe sehr mich auf dieses Buch gefreut, deswegen hatte ich es auch als Rezi-Exemplar angefragt, aber ja, so ein bisschen war es für mich die Enttäuschung des Monats, weil es halt einfach sehr anstrengend war. Also ich hatte schon Spaß beim Lesen aufgrund der Geschichte und wie sich das Ganze entwickelt hat, aber meine Freude wurde auf jeden Fall durch den Schreibstil und das Ganze auf jeden Fall sehr eingebremst. Ich will den zweiten Teil auf jeden Fall lesen, weil ich einfach das Gefühl habe, dass im zweiten Teil die Geschichte erst richtig losgeht. Ich habe das Gefühl, dass was wir im ersten Teil jetzt gelesen haben, war nur so Vorgeplänkel und dass wir die eigentliche Story, das eigentliche Boom aus dem zweiten Teil kriegen. Ich hoffe es zumindest. Sollte der zweite Teil so sein wie der erste, wäre es natürlich richtig kacke. Aber ich hoffe einfach mal, dass die Geschichte im zweiten Teil auch so richtig loslegt mit allem. Was mir beim Lesen hier auch noch sehr, sehr viel Schwierigkeiten gemacht hat, war, dass dieses Buch zweigeteilt ist. Man liest immer ein Kapitel von vor 5 Monaten, ein Kapitel jetzt. Ein Kapitel vor 5 Monaten, ein Kapitel jetzt. Und das ist für mich sehr, sehr anstrengend beim Lesen, denn immer wenn man gerade bei vor 5 Monaten an dem Punkt ist, wo es extrem spannend ist, schaltet man wieder ins Jetzt. Und man denkt sich dann beim Lesen einfach so, ich überspringe jetzt dieses Kapitel und lese erst, was vor 5 Monaten jetzt passiert ist, weil mich das gerade mehr interessiert, als das, was jetzt passiert. Das habe ich nicht gemacht, aber das ist immer so nix für mich, so damals, heute, damals, heute, damals, heute. Da kriege ich beim Lesen persönlich die Krise. Das geht einfach nicht. Ich bin für sowas nicht geschaffen. Das war auch noch so ein Riesenproblem für mich in der Geschichte. Und die Kapitellänge hat mich teilweise sehr gestört, weil die Kapitel hier echt lang sind teilweise. So 30, 40 Seiten, das ist für mich auch überhaupt nichts. Ich bin so ein Mensch, ich brauche kurze, knackige Kapitel. Zum einen, dass ich das Gefühl habe, ich habe auch was geschafft, weil wenn ich 50 Seiten lese und sagen kann, hey, ich habe 3 oder 4 Kapitel gelesen, das ist ein gutes Gefühl. Und wenn ich 50 Seiten lese und sage, hey, ich habe ein Kapitel gelesen, ist das so ein Gefühl. Und ich bin ja auch so ein Kapitelleser. Das heißt, ich kann das Buch nur sehr, sehr schwer mitten im Kapitel zuschlagen und weglegen. Ich bin so ein Mensch, da ist auch wieder der innere Monk, ne, der innere Zwang, einfach so, ich muss dieses Kapitel zu Ende lesen. Und wenn du dann halt so ein Kapitel hast, das 50 Seiten geht, kriegst du da einfach nur einen Anfall, dann kriegst du die Krise, dann möchtest du schreien teilweise wirklich. Und ja, das waren halt so die ganzen Herausforderungen und Tücken bei diesem Buch. Und ja, wäre die Story nicht so gut gewesen, ich glaube, ich hätte es auch abgebrochen. Aber mir hat die Story einfach so gefallen. Ich fand den Ansatz dieser Geschichte einfach toll. Mich hat das einfach total interessiert, was da jetzt einfach alles passiert. Was mit Alex ist, was mit Darlington ist. Und ja, deswegen habe ich halt einfach mich durchgeboxt und durchgekämpft. Aber es ist definitiv keine Geschichte, wo ich sage, wow, Leute, sie ist so extrem gut. Ich empfehle sie euch und lest dieses Buch unbedingt. Nein. Ich sage, wenn ihr eine Herausforderung beim Lesen wollt, wenn ihr Spaß an komplexen Geschichten habt, wenn ihr gerne mal Geschichten lest, die so ein bisschen schwieriger sind, vom Ausdruck her, vom Aufbau her, dann schaut euch das Buch an. Aber wenn ihr so wie ich so eigentlich so Leser seid, die so gerne locker, flockig, leichte Geschichten lesen, um halt einfach abzuschalten und nicht weiter drüber nachzudenken, dann empfehle ich euch einfach, lasst die Finger von diesem Buch. Es sei denn, ihr seid riesige Labor-Duo-Fans, so wie ich, dann lest es. Aber es ist keine leichte Kost, das kann ich euch an dieser Stelle nur so sagen. In diesem Buch geht es im Prinzip um Alex. Und Alex kommt an die Yale-Universität aufgrund von Verkettung von Ereignissen und ihrer besonderen Gabe. Und
Alex hat die Gabe quasi, sie kann Geister sehen. Ich trau das jetzt einfach mal so raus, das erfährt man ja gleich am Anfang der Geschichte. Und ja, aufgrund dieser besonderen Gabe wird sie nach Yale geholt, denn in Yale gibt es eine besondere Macht. Es gibt dort 8 alte Studentenverbindungen, die Magie ausüben. Und diese Verbindungen werden von einem Haus, also einer dieser Studentenverbindungen vom Haus Lethe, werden die anderen Verbindungen überwacht. Und Alex wird jetzt halt für Lethe engagiert und soll halt auch mit ihren besonderen Fähigkeiten dafür Ordnung sorgen und soll dafür sorgen, dass die anderen Studentenverbindungen sich halt an die Regeln halten, dass da halt nichts Schlimmes passiert. Und ja, sie wird da halt von ihrem, wie heißt das gleich, irgendwas mit V, Virgil, genau, also Darlington, quasi ein anderer Student, der auch für Lethe arbeitet, ist ihr Virgil, also quasi ihr Lehrmeister, und sie ist der Dante, der Lehrling. Und ja, Virgil soll ihr halt erklären, wie das Ganze so läuft und so, und man lernt das während der Geschichte auch so kennen. Und ja, man merkt dann im weiteren Verlauf der Geschichte, dass dann da irgendwas passiert ist, weil das merkt man immer, wenn man das jetzt liest, weil da gibt es irgendwie diese eine Person nicht mehr und man denkt sich dann so, oh, was ist mit dieser Person passiert? Und dann ja, kriegt man das so nach und nach in dieser Geschichte heraus. Man kriegt genau heraus, was es mit Alex' Fähigkeiten auf sich hat, wie sie das entdeckt hat und wie ihr Leben dadurch auch bisher verlaufen ist und warum ihr Leben so verlaufen ist, wie es verlaufen ist. Das ist halt auch, finde ich, ein sehr, sehr krasser Ansatz in dieser Geschichte, wenn man das liest, was halt mit Alex' Leben ist. Und das ist halt, wenn man das so liest, ist einfach nur heftig und man denkt sich einfach nur, boah, dieses arme, arme Mädchen. Diese arme junge Frau, was die halt einfach alles durchstehen musste in ihrem Leben, in ihren jungen Jahren, das ist einfach so heftig und man kann ihre Wut und ihren Zorn auf bestimmte Menschen einfach so gut nachvollziehen. Und das war halt auch so ein Punkt, warum ich diese Geschichte unbedingt weiterlesen wollte, weil ich halt wissen wollte, was mit Alex ist, was da dahinter steckt und ja, wie gesagt, was halt mit dieser eine Person ist, die dann nicht mehr da war. Und ja, das hat der Lebodugo schon raus, ne? Den Leser da irgendwie an die Geschichte zu binden. Und ja, auf jeden Fall geht es in dieser Geschichte im Endeffekt darum, was hat es mit Alex' Fähigkeiten auf sich, was passiert mit dieser Person, die verschwunden ist, und halten alle Häuser sich wirklich an die Regeln, denn es wird eine Leiche gefunden und Alex muss jetzt untersuchen, ob diese Leiche irgendwas mit den Studentenverbindungen zu tun hat oder nicht, denn diese Leiche wurde auf dem Campus gefunden und ja, mehr kann ich zur Geschichte eigentlich auch nicht sagen. Und es ist, glaube ich, jetzt auch ein bisschen durcheinander, was ich euch jetzt hier erzählt habe, aber ich kann das nicht so richtig greifen, was ich euch jetzt erzählen kann und was jetzt nicht, dadurch, dass sich ja Altes und Neues auch so vermischt und es ist schwierig, da nicht zu viel vorwegzunehmen, aber im Prinzip, wie gesagt, geht es halt um Alex, die halt versucht, mehr über ihre Kräfte rauszufinden, die versucht herauszufinden, wie ihre Kräfte funktionieren, wie sie bestimmte Dinge abblocken kann und ja, was es mit diesem Haus Lethe auf sich hat, was es mit diesen anderen Studentenverbindungen auf sich hat und was es mit diesem Mord auf sich hat. Und ja, mehr kann ich euch zum Buch auch nicht sagen. Wie gesagt, Story fand ich mega gut. Alex als Protagonistin hat mir sehr gut gefallen, aber der ganze Rest war einfach nur anstrengend. Es war einfach nur anstrengend. Und ja, ich werde den zweiten Teil aber trotzdem lesen, wenn er kommt, weil ich einfach, wie gesagt, das Gefühl habe, dass im zweiten Teil die Geschichte auch so richtig losgeht, dass das im ersten Teil erstmal alles nur so Vorgeplänkel war, so zur Erklärung war, damit man weiß, was auf einen zukommt, aber jetzt im zweiten Teil wird es dann halt auch so richtig bam. Mal gucken, ob ich recht behalte. So, damit wären wir beim letzten Buch angelangt, was ich im Februar gelesen habe. Und ich sage auch nochmal sorry für das Licht. Wir haben heute hier wieder Sonne, Wolken, falls ich jetzt hier wieder heller, dunkler werde. Ja, das letzte Buch, was ich im Februar gelesen habe, was ich euch zeigen möchte, habe ich mit der Tina zusammen gelesen. Und zwar haben wir gelesen Neon Birds von Marie Krassoff. Und ich muss sagen, was für ein gutes Buch. Mir hat das Buch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich fand die Geschichte wirklich toll, ich fand die Charaktere toll, ich fand die Welt einfach mega cool. Also so wie Marie Krassoff das beschrieben hat, hat es mir unglaublich gut gefallen und ich mochte auch den Schreibstil und den Ansatz der Geschichte. Und ich muss sagen, ich habe ja eigentlich immer so Probleme, wenn unsere Geschichte zwischen mehreren Charakteren so hin und her springt, wenn man eine Geschichte aus mehreren Perspektiven liest, aber das hat mich in diesem Buch überhaupt nicht gestört. Wir haben in diesem Buch quasi 4 Hauptcharaktere, die wir verfolgen, deren Geschichte wir lesen. Diese 4 Charaktere treffen dann in der Geschichte mehr oder weniger alle immer mal aufeinander. Und ich finde einfach, wie Marie das gemacht hat,
hat es für mich perfekt gepasst. Ich fand die Abschnitte sehr gut gewählt, wann sie halt hat sehen, enden lassen und dann zu dem anderen Charakter übergegangen ist. Man ist auf jeden Fall dran geblieben. Man wollte immer wissen, wie es weitergeht. Man wollte dann, wenn man die Sicht von dem einen gelesen hat, wissen, was bei dem anderen passiert ist. Aber das, was man gerade liest von dem anderen, hat einen trotzdem interessiert. Also es war nie so, dass man sagt, okay, diese Person, die ich jetzt gerade lese, ist gerade so langweilig, das will ich nicht lesen. Ich würde lieber das andere lesen. Sondern es war immer bei allen irgendwie was los und spannend. Klar, dieses Buch hatte auch so seine ruhigen Momente und es hatte auch so Momente, wo nicht so viel passiert ist. Das war gerade so nach den ersten 50 Seiten war so eher eine ruhigere Phase, sage ich mal, in dem Buch, bis dann zu einem gewissen Punkt, wo wieder Dinge passiert sind, was halt auch spannend war. Aber das ist für mich in Geschichten völlig normal und von daher hat mich das auch nicht gestört. Und ich, wie gesagt, finde, durch diesen lockeren, leichten Schreibstil konnte man das auch gut lesen und mich hat das auch überhaupt nicht gestört und ja. Ich fand das Buch wirklich richtig, richtig toll. Es ist eine super coole Science-Fiction-Geschichte. Wenn ihr sowas gerne lest, schaut euch das Buch auf jeden Fall an. Und das hier sind noch die Markierungen der Leseabschnitte, die ich mit Tina gelesen habe. Das hat jetzt nichts weiter tiefer von Bedeutung. Das sind einfach nur die Leseabschnitte. Die habe ich noch nicht rausgemacht, die Marker. Und ja, mir hat jetzt das Buch, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen. Und ich überlege jetzt gerade, wie ich euch am besten erkläre, was in dieser Geschichte passiert. Ich glaube, ich lese euch einfach den Rückband vor, weil sonst wird für mich sehr, sehr schwierig zu erklären, weil ich euch sonst von jedem irgendwie ein bisschen was erklären müsste und dann verrate ich euch vielleicht zu viel und dann spoilere ich euch und dann, das will ich nicht. Und deswegen, ich lese euch einfach den Rückband vor und dann kann ich ja noch so zwei, drei Sätze ergänzen. So machen wir das. Ein Supersoldat, der seine glorreichen Tage hinter sich hat. Ein Träumer mit einem düsteren Geheimnis. Ein Untergrundkämpfer mit Todeswunsch. Eine Jägerin mit Verbindung zu einer dunklen Macht. Es ist das Jahr 2101. Ein außer Kontrolle geratener technischer Virus verwandelt Menschen in hyperfunktionale Cyborgs, sogenannte Mojas, die dem Willen der künstlichen Intelligenz Kami gehorchen. In Sperrzonen eingefercht werden sie von Supersoldaten bekämpft, die man weltweit als Stars feiert. Doch als es den Mojas gelingt, die Mauern der Sperrzonen zu durchbrechen, entflammt ein erbitterter Krieg um das Überleben der Menschheit. Und während der Kampf zwischen Menschlichkeit und Technologie hin und her wogt, versuchen vier junge Erwachsene, den Untergang ihrer Zivilisation zu verhindern. Und besser kann man diese Geschichte einfach nicht beschreiben, denn genau das ist es, was in diesem Buch passiert. Wir leben in einer Welt, in der es, wie gesagt, diesen technischen Virus gibt, der ist entwickelt worden halt, um die Menschen halt quasi wieder zu Supersoldaten zu machen. Jeder, der von euch schon mal Iron Man, den dritten Teil, glaube ich, gesehen hat oder so, der wird vielleicht wissen, was für eine Richtung das geht. So Virus, Supersoldaten oder auch Hulk, ne? Das ist ja auch so ein Ansatz. Ne? Die Regierungen versuchen ja immer, die Menschen zu verbessern und stärker zu machen, um halt Kriege zu gewinnen und sowas. Und das ist halt in diesem Buch auch passiert und natürlich ist das wie immer gewaltig schiefgegangen. Und diese Supersoldaten, die entwickelt wurden, man hat halt dann gemerkt, dass sie halt zwar stärker werden und besser werden und die Wunden schneller heilen und alles, aber sie verlieren halt jegliche Emotionen. Also das, was uns Menschen ausmacht, geht diesen Soldaten dann verloren, wenn sie mit diesem Virus infiziert sind. Und es steht über diesem Ganzen eine quasi Weseneinheit, die Kami genannt wird. Und Kami bedeutet Gott übersetzt. Und ja, Kami funktioniert quasi wie so ein Bienenschwarm. Also es gibt diese große Weseneinheit, die diese anderen Mojas quasi lenken tut. Und das ist halt so ein Bienenschwarmprinzip. Das ist, finde ich, immer sehr, sehr schwierig zu erklären. Marie erklärt das hier in dem Buch wirklich richtig gut, dass man das halt auch verstehen kann. Und ja, diese Weseneinheit hat jetzt quasi die Schnauze voll, gefangen gehalten zu werden. Und wie gesagt, will aus diesen Sperrzonen, wo sie eingefercht sind, ausbrechen und halt, ja, die Menschheit übernehmen und unsere vier Hauptcharaktere, die wir hier auf dieser Reise begleiten, versuchen das natürlich zu verhindern. Und jeder Charakter hat dabei eine gewisse Rolle, die er einnimmt und jeder Charakter hat etwas Besonderes quasi an sich in dieser Geschichte, was er dazu beiträgt. Und das ist einfach sehr, sehr spannend zu lesen. Es gibt zum Beispiel Andra, das ist die Jägerin mit der Verbindung zur dunklen Macht und man weiß bei ihr von Anfang an, dass da irgendwie noch was ist. Dass da irgendwie mehr noch dahinter steckt durch Dinge, die sie sieht. Und es ist einfach sehr, sehr spannend, dann herauszufinden, was so da dahinter steckt. Man weiß es am Ende vom ersten Teil noch nicht. So viel kann ich euch schon mal verraten. Und ja, aber es hat halt so jeder dieser vier Charaktere so seinen bestimmten Punkt und seine bestimmte
wie nennt man das? Mir fehlt gerade dieses Wort, seine bestimmte Daseinsberechtigung in dieser Geschichte, was er dazu beiträgt, dass ihn besonders macht. Wisst ihr, was ich meine? Also jeder Charakter in dieser Geschichte ist nicht ohne Grund in dieser Geschichte. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen und das fand ich ganz toll. Wie gesagt, diese Geschichte ist nicht rundum perfekt. Sie hat auch so ein paar kleine Momente, wo ich Schwierigkeiten hatte zu folgen, wo ich dachte, so irgendwie ist das unlogisch oder wo ich halt dachte, boah, das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu ruhig, macht mal ein bisschen mehr. Aber das waren halt nur so Kleinigkeiten und deswegen hat mich das auch nicht wirklich gestört. Ich fand die Geschichte, wie gesagt, im Großen und Ganzen wirklich toll. Mir hat Neon Birds sehr, sehr gut gefallen. Ich freue mich, wenn im Mai Cybertrips rauskommt. Das werde ich auf jeden Fall holen und dann gleich weiterlesen. Und ja, ich kann euch Neon Birds nur empfehlen. Jetzt muss ich niesen. Ich werde Cybertrips, wie gesagt, auf jeden Fall lesen und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich kann euch das Buch wirklich nur empfehlen. Wenn ihr gerne mal so Science-Fiction-Geschichten lest, schaut euch Neon Birds auf jeden Fall an. Das ist eine richtig, richtig coole Geschichte, die wirklich sehr, sehr viel Spaß macht, die einen super coolen Stil hat und ja, die einfach auch eine richtig, richtig tolle Welt hat. Und es ist einfach so eine coole Welt. Und wenn ich mir vorstelle, dass unsere Welt sich tatsächlich so ein bisschen in diese Richtung entwickeln könnte, so. Mal abgesehen jetzt von diesem Virus und dem Ganzen, so wie jetzt so das Ganze drumherum sich entwickelt hat, fände ich das schon sehr, sehr cool. Und ja, deswegen, Neon Birds, definitive Leseempfehlung für euch und ja, schaut es euch auf jeden Fall an, falls ihr es noch nicht kennt. Das waren meine Neuzugänge und mein Lesemonat vom Februar. Ich weiß, dass dieses Video echt spät kommt, aber das ist jetzt halt einfach, wie gesagt, dem Umzug geschuldet. Ansonsten gibt es nichts weiter zu erzählen. Wie immer gilt, wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten, ja, ich kann euch jetzt schon sagen, der Lesemonat für März wird sehr, sehr dünne ausfallen und die Neuzugänge, weil, ja, ich habe 2 Wochen jetzt im März überhaupt nicht gelesen. Ich habe jetzt die Woche erstmal wieder angefangen, so ein bisschen mit Lesen, um erstmal wieder so ein bisschen in meinen Leseflow zu kommen. Aber das wird noch ein bisschen dauern, ehe ich da wieder so richtig drinne bin. Deswegen, ja, erwartet im März im Lesemonat nicht allzu viel. Und ja, mehr gibt es an dieser Stelle nicht zu sagen. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.